Hallo, Dr. Puss. Ich bin Yuka und das hier ist Lally. Du scheinst ein paar tentakelige, technische Schwierigkeiten zu haben. Nein, das ist alles okay. Sogar besser als okay. Ich arbeite nur gerade an meiner Lieblingserfindung, die eine großartige Transformation ermöglicht. Nach der fruchtbaren Angelegenheit mit Dr. Quack blieb nur ein ledierter Prototyp zurück. Aber jetzt läuft die Transformation wieder normal. Naja, abgesehen von dem einen kleinen Vorfall. Ich habe so eine Ahnung, worum es sich dabei gehandelt haben könnte. Wenn ihr in dieser Welt das Molekül für mich findet, kann ich den DNA-Tor anwerfen und euch bei eurem Abenteuer helfen. wir sind bereit, Doc. Schmeißt die Marine an. Ich meine, die Maschine, meine ich. Ja. Fantastisch, stellt euch einfach da drüben vor mein DNA-Tor, okay? Bist du sicher, Yuka? Ich will dich auf meinem Sushi-Teller halten. Ja, ich eigentlich auch nicht so. Uiuiui, das könnte... Okay, wir machen's einfach. Seid ihr bereit für die Transformation? Ja. Krake live freigeschaltet, okay? Ach du meine Güte, das ist ein T-Rex. Tja, nun, du kannst jederzeit X verwenden, um mit deinem Pflanzenspray zu schießen. Das wird sicher noch bewähren. Ja! Hey, sag Schnittchen, komm her und widme mir etwas Aufmerksamkeit. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Bom, boing, boing. Alter Vater. Hallo. Hey, schöner. Dich habe ich noch nie gesehen. Meine nahen Pflanzenschwestern könnten eine schnittige Flora wie dich in ihrem Leben gebrauchen. Ich sag dir was, wenn du meine Schwester beim Wachsen hilfst, lohne ich dich mit einem romantischen Geschenk. Was sagst du? Jo, machen wir. 1 von 6. Okay, hier ist noch eine, genau. 2 von 6. Sag mir mal, wie ich das machen soll, ey. Komm ich da an? Bin ich jetzt von hier aus? Ja, komm ich, okay. Okay, warte mal, kann ich das? Nee, wahrscheinlich nicht, okay. Das sind jetzt 4 von 6. 2 fehlen noch. Eines da oben und die andere? Ja, das muss ich da gleich nochmal mit Yuka und Layli zusammen zerstören. Das hier. Da kommen wir so nicht rauf. Oder kann ich es wegschieben? Ich kann es wegschieben, oder? Ja, kann ich. Komm! Ja! Weiter! Ja! Okay, super, hat funktioniert. So, und wo ist die letzte? Die ist da hinten irgendwo wahrscheinlich. 5 von 6. Da ist die letzte, genau, okay. Yeah! Ja, danke, dass du meinen Schwestern beim Wachsen geholfen hast. Dann, Schnittchen, du hast die völlig von den Wurzeln gehauen. Hier ist ein romantisches Geschenk. Hirn! Hirn? Okay, wir haben jedenfalls ein Baby bekommen. Alles gut. Da waren auch noch 2 weitere dieser Pflanzen irgendwo, ne? Die suchen wir gleich nochmal. Der eine war da hinten. Irgendwo. Glaube ich. Ja. Dim, 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 ding. Boing, 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 boing. Was ist so? Jo, so komisch irgendwie. Das Geräusch, ey. Boing, 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 boing. Hallo. Hey, heißer Finker, erzähl der Echse und der Fledermaus nichts davon, aber in der erweiterten Version dieser Welt ist auf halber Höhe des Monuments ein Schmetterlingsschub versteckt. In der erweiterten Version? Ah, ich konnte einmal das normale Spiel und einmal das erweiterte Spiel starten, glaube ich. Und wahrscheinlich hängt das damit zusammen, oder?
Hey, Schönheit, erzähl der Ex und dem Fledermaus nicht davon, aber in der erweiterten Version dieser Welt ist auf dem Monument ein Spezialtrickstrecker versteckt. Der Hostess, um das Geheimnis zu offenbaren, ist allerdings ziemlich gut versteckt. Ich glaube nicht, dass du ihn finden wirst. Spezialtrickstrecker? Stecker? Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir das Spiel starten, starten wir die erweiterte Version. Hilfe. Ich bin angegriffen. Da war ich auch noch nicht da oben, ne? Hier ist ein Peti. Hier sind Federn. Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch. Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch. Lol. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber... Ich werde gleich erstmal wieder normal werden. Also. Ja, doch. Kann ich eigentlich speichern? Spielstand anschauen. Option zum Knotenbogen, Ben und das Hauptmenü. Wann speichert der? Das wäre mal interessant zu wissen, weil ich würde den Stream gleich beenden. Kann ich bitte... Lass mich wieder normal werden! Werd mich, ja, bitte mach mich normal. Danke. Oh! Nein. Ich wollte jumpen. Jumpen. So, was ist hier? Hier war ich noch nicht. Da ist ein Roboter, okay. Kann ich bei dir speichern oder so? Oha. Okay, was kann ich mit dem machen? Wahrscheinlich kann ich auf den Rauch springen. Kann ich nicht? Okay, wie besiege ich den? Ich muss nur schnell ganz viele Schmetterlinge irgendwie. Was noch eine Pflanze? Gibt es wahrscheinlich auch noch einen Tipp. Die geben uns alle Tipps. Schätze ich jetzt einfach mal. Kann ich hier am Rand eigentlich? Ja, kann ich auch. Da oben ist so ein Ding, was ich füttern muss, glaube ich, ne? Das war doch füttern. Hey, kann ich bei dir speichern? Hoi Kinder, wie kann ich euch helfen? Eins bitte. Ein Tony Koma, zeig mir zuerst deinen Betriebsausweis, Junge. Nur für Mitarbeiter von Hillary Towers. Ah, dumme Sache, mein Fledermausfreund hier hat meinen gefressen. Oh, weißt du was? Einmal lasse ich es dir durchgehen im Namen der freundschaftlichen Beziehung unter Kollegen. Ja, wir sind alle freundliche Kollegen. Ich bin Wendy, du hast schon Erfahrung mit spielverändernden Tonika, oder? Denk dran, jedes angelegte Tonikum verändert deine Arbeitsbedingungen enorm. Du musst für jedes Tonikum zuerst eine Herausforderung bestehen. Und bau keinen Mist, nur immer ein Tonikum gleichzeitig anlegen. Komm zu mir, wenn du dein Tonikum auswechseln möchtest. Okay. Okay, ja gut, dann nehmen wir das hier erstmal. Tonikum soll hier leicht vorankommen. Ja, wir haben einen Schmetterlingsplatz mehr jetzt, okay. Alles klar, es ist interessant. Ich würde nur gerne wissen, wo ich speichern kann. Hier sind noch Federn. Die Federn will ich noch schnell haben. Gib mir die Feder. Danke. So, hier oben war auch noch eine Feder. Die hole ich noch schnell. Mann, wo kann ich denn die... Moment mal. Da oben muss ich noch hoch, genau. Das mache ich auch gleich noch, also später. Ich glaube, in der nächsten Aufnahmesession. Beziehungsweise im nächsten Stream ist es dann, ja. Jetzt will ich das nicht mehr machen, alles. Ah, das war dumm. Okay. Oh, bitte sag mir... sind die Federn da oben alle weg? Scheint so, oder? Oder?
Nein. Oh, sag jetzt nicht, ich muss alles nochmal machen, was ich gerade gemacht habe. Hier kann ich nicht hoch, okay. Ich guck das noch eben nach und dann beende ich die Aufnahmesession. Nein, okay, es ist alles noch da. Oh, okay, gut. Ich habe hier nur eine Feder, wie es aussieht, vergessen. Ja, die. Okay. So, und jetzt will ich mal gucken, ob ich da hinten speichern kann. Überrollen! Hier hinten bei dem Fleck, kann ich hier speichern? Irgendwo hier wäre ganz cool. Wäre echt super. Ich glaube, jetzt habe ich automatisch gespeichert, oder? In jeder Buchwelt haben wir eine neue Transformation. Das ist interessant. Jetzt haben wir da. Schlangentyp hat seine Wette also scheinbar verloren. Moment mal, welche Wette? Diese große Wette. Kann ein gefährlicher Ort sein, aber es ist schon schön, dass ihr wieder da seid. Da wollte ich etwas Wichtiges mitzuteilen. Großhälter wie dieser hier können erweitert werden mit der Kraft der Pages, die ihr gefunden habt. Eine Erweiterung macht die Buchwelten größer und füllt sie mit zusätzlichen Herausforderungen, die es zu entdecken gilt. Denk cool, wie funktioniert das? Wenn ihr genug von uns Pages gefunden habt, könnt ihr euch entscheiden. Entweder erweitert ihr ein Großhälter, den ihr schon geöffnet habt, oder ihr durchsucht Hilvery Towers nach einem neuen Großhälter, den ihr mit uns freischalten könnt. Erweitert oder erkunden? Ja, ihr habt die Wahl. Die Reihenfolge ist dabei auch beliebig. Hauptsache, ihr habt bei eurem Abenteuer genug Pages gesammelt. Und wie genau nutzen wir unsere Pages, um einen Großhälter zu erweitern, Pagey? Das ist ganz leicht. Tritt einfach auf den Schalter von dem Großwälzer und drücke auf A. Ich werde dir sagen, wie viele Pages erforderlich sind und den Wälzer erweitern. Alles klar, wir machen jetzt mal weiter mit unserem Abenteuer und sagen dann noch, ob wir erweitern oder erkunden wollen. So, kann ich hier speichern? Spielstand anschauen? Das ist das, okay. Hilvery Towers? Achso, das war Hilvery Towers. Spielstand allgemein, okay. Ja, gut. Option? Auch nicht. Und Knotenpunkt haben wir auch nicht. Okay, gut, Leute, dann würde ich sagen, einfach nur beenden und zum Hauptmenü, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ich starte gleich nochmal neu. Beziehungsweise nicht neu, aber ich starte jetzt das Hauptabenteuer. Ja, gut, das kommt hin. So viel hatten wir eben auch. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, was ist das mit diesem Stream, Leute? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's auch mit dieser Aufnahme. Ja, ich beende erstmal die Aufnahme, genau. Okay, gut. Spiel geht weiter, endlich. Heilige Kacke. Und ich habe übrigens nachgeguckt, man kann das Spiel ja im Exclusive Mode spielen. Und das ist einfach nur... erstmal richtig hinsetzen. Das ist dafür da, dass man... dass das Spiel ein paar mehr FPS hat. Was ist das hier für ein Viech? Hi! Achso, du bist das. Ah. Erstmal die hier besiegen. So, wir haben hier jetzt ein paar neue Fähigkeiten, sag ich mal. Die wir benutzen können locker, ne? Okay, das war das. Das war der Schrei, okay, stimmt. Gut, da oben war nichts weiter. Das ist ein Pagey! Wie komme ich denn zu dir? Aua! Okay, so nicht. Okay, dafür müsste ich, wie es aussieht, hitzebeständig oder so sein, ne? Ja, nice. Gut, dann komme ich da jedenfalls nicht rein. Es ist laut. Es ist Zeit, die Zukunft zu radikalisieren. Verbot doppelt die Anzahl der Sammelobjekte. Okay. Jo, wir... Oh Gott, das war knapp.
Gut, mal gucken. Können wir das hier jetzt bomben? Nee. Können wir nicht kaputt machen, okay. Besiegen wir erstmal diese kleinen Mini-Viecher hier. Hey, du da draußen, musstest du mit hier klicken. Oh. Okay, danke für den, für den Tipp. Okay, wir können... Okay, wenn wir den linken Stick runterdrücken, dann können wir uns umschauen. Ist ja auch mal nett zu... Ist gut zu wissen. Sehr, sehr gut. So, können wir das hier... Können wir das irgendwie... Nee, ne? Was müssen wir damit machen? Ich weiß es nicht. Mann, oh Mann. Okay, dann rollen wir uns erstmal wieder hier hoch. Aber wir können jetzt hier... Nein, gar nicht. Hä? Sollten wir nicht ein bisschen was entmachen jetzt? Irgendwas? Okay, dann rollen wir uns erstmal hier hoch. Und gucken uns nochmal hier hinten um. Können wir hier irgendwie... Nee. Wir könnten da ja oben irgendwas machen. Können wir das irgendwie aufmachen, sag ich mal? Wenn wir hier eine... Nein. Oder mit dem Schall? Nee. Moment, der Konzern. Was? Der konzerneigene Stuhlprüfer ist hier. Ja, meine Haltung ist gut. Nein. Ich habe den optimalen Winkel nicht verändert. Ja, das hier können wir also auch nicht aufmachen. Schade. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir... Erweitern wir die Welt? Wir erweitern die Welt, glaube ich, ein bisschen, ja. Er braucht 3 von uns Pages. Ja, okay. Das machen wir. Wir erweitern die Welt. Yeah. Konnten wir sie nur einmal erweitern, oder? Größe zählt. Ja, mehr erweitern können wir nicht, wie es aussieht. Okay. Dann gehen wir nochmal in den Großwälzer rein. Und gucken mal, inwiefern sich die Welt jetzt erweitert hat. Wir müssen ja sowieso noch ein bisschen was hier machen. Ein bisschen was müssen wir hier noch machen. Sammelfedern und Trouser Tricks für Fortgeschrittene zu kaufen. Yo. In jeder Buchwelt ein einzigartiges Automatenspiel. Cool. Haben sich die Ladezeiten irgendwie erhöht? Halte die Augen offen, auch im Main. Oh, Dr. Pass. Oder Puss. Putz. Da kommt quack, Schnellfeuer-Quiz kommt. Cool, ein Quiz. Alter. Waren die Ladezeiten letztes Mal auch schon so lange? Okay, ich glaube. Ja, danke. Stammblock-Tropen. Also ich wette, da oben hat sich jetzt die Welt erweitert, oder? Da hinten, ja, bestimmt. Du hast die Welt erweitert. Komm, mich und meine Freunde besuchen. Yo. Ja, okay, gut. Haben wir wirklich da erweitert, alles klar. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Packer von Clash of Clans. Okay, wir haben die Welt da oben ganz schön weit erweitert, alles klar. Ah, jetzt macht es auch Sinn, dass wir in manche Orte schon hoch konnten, obwohl da nichts war. Alles klar, okay. Hier konnten wir jetzt auch hoch, okay. Oder da können wir jetzt auch hoch. Okay. Das ist sehr gut zu wissen. Alles klar, okay. Ich weiß nicht, ob wir nochmal erweitern können, aber ich schätze eher nicht. So, da unten waren wir auch schon, ne? Ja, genau. Hier war doch, genau, hier war ein Geist, glaube ich. Stimmt, stimmt. Ich will immer noch wissen, wie wir diesen anderen Geist da bekommen. Was machen wir hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Werden wir schon herausfinden, schätze ich. Ah, durchs Gebüsch. Nein, ich wollte gerade Rollen drücken. Yeah. Okay, was wollten wir machen? Soweit hatten wir hier so grob erstmal alles erledigt. Ich wollte erstmal genau, wir haben das ja hier eröffnet. Also wir haben ja Licht reingelassen hier in diesen Bunker. Können wir hier jetzt erstmal reingehen?
und gucken mal, was wir hier so sehen werden.